Darf ein Mann seiner Frau verbieten, Kontakt zu ihren Eltern zu haben? Nein, er darf das nicht. Wenn er das macht, der Bruder fragt, wenn er das macht und er sagt, ja, so, ich will so, du darfst nicht Kontakt zu deinen Eltern haben. Darf er das? Diese Person ist ungerecht. Diese Person macht Zulm, macht Ungerechtigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Er darf das nicht machen. Außer, wenn diese Eltern oder diese Familie oder diese Verwandten einen schlechten Einfluss auf die Frau haben, indem sie Sünden begeht. Oder wenn sie bei ihnen ist, zum Beispiel, wenn sie zu ihnen geht, dann bringen ihr Suhir bei, Magie. Oder da bringen ihr Haram bei. Oder die macht bei ihnen Haram. Hier kann er sagen, du machst Haram, dann nicht. Aber so einfach? Nein, geht nicht. Darf er nicht. Was soll die Frau machen? Sie sollte ihn nicht gehorchen. Aber natürlich, wir wissen die Konsequenzen dann. Wenn die Frau sagt, nein, dann wird sagen, ja, dann geh zu deiner Familie. Oder sagt ihr, entweder ich oder deine Familie. Und das ist sehr schwer für die Frau. Aber hier in Deutschland, die Frau sagt ihm, entweder ich oder deine Familie.